Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ich begrüße euch, liebe Leute, liebe Freunde des Yu-Gi-Oh! Wir sind wieder da, immer noch der Niklas bei mir und wir spielen jetzt die zweite Runde heute. Der Chef treibt uns schon wieder an, wir sollen nicht so lange Pause machen. Das Quatschen macht auch am meisten Spaß. Ja. Und sucht den Würfel aus. Welcher passt denn zu meinem Deck? Ich nehme den hier. Ich nehme Erde. Ha, ich habe nur zwei, ich würde gerne anfangen. Ja. So, da ist das Wind. Yeah, Applaus. Ein Deckprofil über Kuribo machen. Ja, da musst du Dirks komisches schwarzglänzender Soldat Kuribo-Deck mal angucken. Das hat er bestimmt irgendwo als Deckliste auch mal gepostet. Ich weiß nicht, ob das. Das war irgendwann Ende letzten Jahres, glaube ich. So, dann schauen wir. Farbe, die du hast. Ja, ich weiß, ich mag die Farbe auch. Das ist Mint, ist das, glaube ich. Mhm. So, dann schauen wir doch mal. Pistazien. Pistazien, genau. Ich fange mal an mit Feuerformation Tanky und würde mir gerne jetzt einen Ungeheuerkriegerstufe 4 und niedriger von meinem Deck suchen. Ja. Außerdem kriegen alle Ungeheuerkriegermonster, die ich kontrolliere, 100 ADK. Mhm. Ja, 100 ADK. Ich hole mir meinen Yusenju Karma 1. Mhm. Wie diese Yusenjus liebe. So, der kommt auf die Hand. Dann setze ich noch zwei. Und dann darfst du. Okay, dann ziehe ich. Dirks Card Cluster Account heißt doch wahrscheinlich Blue Dragon. Vermute ich mal. Irgendwie sowas. Ich meine auch. Dann würde ich gerne als erstes meinen Gamma Elektromagnetkrieger normal beschwören. So, falls diese Karte normal oder spezial beschworen wird, kann ich einen Magnetkrieger Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören, außer Gamma selber. Mhm. Den Effekt kann ich nur einmal pro Spielzug machen und die Elektromagnetkrieger haben alle den gleichen Effekt. Während deines Spielzuges kann ich sie als Tribut anbieten und dann einen Magnetkrieger der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören. Okay, da würde ich gerne darauf reagieren. Mhm. Und zwar mit einmal aussetzen. Okay. Die Karte sagt, die kann ich nur aktivieren, wenn ich kein spezialbeschworenes Monster kontrolliere. Ich habe gar kein Monster. Solange ein Monster offen auf dem Spielfeld liegt, dann werden seine Effekte annulliert, während in dem Spielzug, in dem es beschworen oder spezialbeschworen wurde. Mhm. Und als zusätzlicher Effekt, falls ein oder mehr Effektmonster spezialbeschworen in die Angriffsposition beschworen werden, dann werden sie in die Verteidigungsposition gedreht. Okay. So, das heißt, der Effekt fällt weg. Nein, Christian, die Pendel-Variante ist nicht besser. Dann setze ich eine Karte und würde gerne in die Battleface gehen. Mhm. Und dich einmal mit 800 kitzeln. Ja. Di-di-di-ding. Und dann bist du. Und ich lese mir nochmal eben kurz die Karte durch. Okay, also das Annullieren der Effekte zählt jetzt nur noch bei dem Monster, aber die restlichen, die spezial beschworen werden, gehen immer in die Verteidigung. Nee, bei dem auch schon nicht mehr, sondern nur in dem Ach so. Spielzug, wo die spezial beschworen werden. Okay. Gut, dann ziehe ich mal. Mhm. Standby-Face, wolltest du das machen? Nein. Gut, dann gehe ich in die Main-Face. Mhm. Dann aktiviere ich meinen Topf der Gegensätzlichkeit. Ja. Sag ich drei Karten ausgraben und dann eine davon nehmen und der Rest geht zurück. Ja, ins Deck gemischt. Ich darf in dem Spielzug nicht spezial beschwören. Okay. Ich nehme den Yusenju Karma 3. Der Topf und das Solemn Judgment gehen wieder zurück. Ich glaube, das wird mies, wenn ich deine Karten so sehe, die da drin sind. Ja, doch, das ist. Ich hab doch gesagt, das sehr ist ein mieses Deck. Wahrscheinlich, ja. Ja, und lange und nervig gemacht. Mhm. Sehr nervig gemacht. Ich nochmal beschwöre Yusenju Karma 1. Ja. Würde ich gerne den Effekt benutzen, den alle Karmas haben. Und zwar kann ich jetzt ein weiteres Yusenju-Monster normal beschwören. Mhm. Das war Yusenju Karma 3. Und die Karmas können das alle außer sich selber normal beschwören. Okay.
Da würde ich gerne den Effekt, den zweiten Effekt von Yusenju Karma 1 benutzen. Der sagt nämlich, falls ich ein anderes Yusenju Monster kontrolliere, kann ich eine offene Karte wählen, die du kontrollierst und zurück auf die Hand geben. Mhm. Ja, ich wähle die da. Ja. Und der Karma 3 sagt, falls ein anderes Yusenju Monster dir Kampfschaden zufügt, dann darf ich mir ein Yusenju Monster vom Deck auf die Hand nehmen, außer den Karma 3. Mhm. Dann würde ich in die Battleface gehen wollen. Ja. Einfach stürmische Spiegelkraft oder so. Gib mir einfach direkt so auf die Hand. Dann würfel ich mit Karma 1 für 1-7 direkt. Ich hab's gewusst. Oh, ist das gut. Ja gut, dann kommen die jetzt halt vorher schon zurück auf die Hand. Ja. Mann, warum machst du die Überraschung denn kaputt? Oh, das, ja, es war nur geraten. Das war gut. Ja, nun ist das jetzt dein Spielzug. Dann beende ich. Okay, dann ziehe ich Drawface, Dämpferface, Mainface. So, also wenn ich jetzt, also ich... Es geht um nur Spezialbeschwören. Okay. Und falls dann Effektmonster spezial beschworen wird, dann geht's in Def gedreht, falls es nicht in Def beschworen wird. Mhm. Dann beschwöre ich nochmal meinen Gamma und möchte jetzt seinen Effekt aktivieren und einen weiteren Elektromagnetkrieger von meiner Hand spezial beschwören. Ja. Genau, der muss dann in Def, so wird er in Def gedreht werden und der hat dann auch keinen Effekt da. Okay. Ja, Kari, stürmende Spiegelkraft ist echt gut. Dann würde ich gerne meinen Steinbefreier Freunde aktivieren wollen. Ich grabe jetzt die obersten Karten meines Decks in Höhe der Anzahl der Felsmonster, die ich kontrolliere, plus 5 aus. Und falls ich das tue, kann ich meiner Hand ein ausgegrabenes Felsmonster hinzufügen, dessen Stufe kleiner oder gleich der Anzahl der ausgegrabenen Karten ist. Und die restlichen Karten gehen unter mein Deck in beliebiger Reihenfolge. Und für den Rest des Spielzuges, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, kann ich keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Felsmonster. Mhm. Dann grabe ich mal 7 Karten aus. 1, 2, 3. Wachposten, Steinsoldat. 6 und 7. Mhm. So viel zum Thema ist eklig, was ich hier mache. Dann war das wieder da hinten liegen. Ja. Macht dann auch nicht besser. Ja, dann nehme ich auch, glaube ich, meine. Ja, ich nehme meinen Delta. Der glitzert, ich will den. Ja, genau. Die kommt zurück unter mein Deck. Und dann würde ich gerne eine... verlieren ihre Effekte, ne? Wenn ich spezial beschwöre. Mein Link Monster wäre zwar nicht in Def gedreht, aber die haben trotzdem ihre Effekte annulliert. Das sind zwei unterschiedliche Effekte. Ja. Kriege ich die dann erstmal dann weg? Das ist ja doof. Mhm. Dann gehe ich einfach in die Battleface. Ja, und greife mich wieder mit 800 an. Genau. Oh, das nehme ich dann wohl mal. Mhm. Und dann gebe ich an dich ab. Super lieb von dir. Das wird ja hier richtig gemein. Ich setze meine Karte. Dann normal beschwöre ich meine Yusenju Karma 1. Ja. Und gerne seinen Effekt benutzen, weiter das Yusenju Monster normal zu beschwören. Yusenju Karma 3. So, dann benutze ich den Effekt von Karma 1 und würde gerne deinen Beta zurück auf die Hand geben. Dann würde ich gerne den Effekt von meinem Beta. Ach nee, der hat den Effekt verloren, ne? Nee, doch hat er. Es ist ja es ist nicht nur in diesem. Genau, nur in dem Spielzug, wo er beschworen wurde. Dann würde ich gerne den Effekt von Beta anketten, ihn als Tribut anbieten und einen Magnetkriegermonster Stufe 4 spezial beschwören. Mhm. Und dann beschwöre ich meinen Delta. Und wenn der normal oder spezial beschworen wird, kann ich meine Hand, kann ich ein Magnetkriegermonster Stufe 4 oder niedriger von meinem Deck auf den Friedhof legen. Ja, aber da er jetzt spezial beschworen wird, ist er ja seinen Effekt eher annulliert. Mhm, okay. Gut, er hat immerhin 100 Def weniger. So, dann gehe ich aber einfach in die Battleface. Ja. Und greife mit Karma 1 deinen Gamma an. Dann würde ich auch gerne seinen Schnelleffekt anketten wollen. Okay. Das heißt anketten, aktivieren wollen. Biete ihn als Tribut. Und beschwöre meinen Gamma-Magnetkrieger. Dann mache ich einfach mit dem Karma 1 ein Replay und würde dann gerne deinen Delta angreifen. Ja. Über den Gamma kommen wir hier drüber, ja. Ja. Toll, 1,8 und ich komme da nicht drüber. Dann gehe ich mal in meine Main Phase 2.
Und dann gehe ich in die Endphase, dann aktivieren sich von den beiden die Effekte, sind halt Effekte, die sie aktivieren. Ja. Und dann kommen die zurück auf die Hand. Mhm. Diesmal ohne stürmische Spiel. Genau, diesmal, diesmal von ganz alleine. Okay. Dann Draw Phase, Stamper Phase und Main Phase. Ja. Dann würde ich als erstes gerne meinen Steinbefreier Zeichen aktivieren wollen. Ich wähle jetzt ein Felsmonster in meinem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Und falls durch diesen Effekt ein Steinbefreier Monster spezialbeschworen wird, kann ich ein Felsmonster Stufe 4 oder niedriger von meinem Deck nehmen und es auf mein Deck legen. Mhm. Und dann wähle ich... Dann wähle ich meinen... Better. Der Effekt wird ja wieder annulliert, richtig? Mhm. Okay. Ich krieg deine blöde Karte da nicht weg. Das finde ich gut, aber ich krieg dein Monster auch nicht weg, der ist zu stark. Also normal beschworene Monster, der bleiben die Effekte. Genau, okay. Genau. Die werden auch nicht in Death gedreht, es geht dann nur um spezial beschworene Effektmonster. Okay. Weil noch normale Monster, wenn die spezial beschworen werden, werden nicht in Death gedreht. Nur Effektmonster. Und normale Monster verlieren ihre Effekte nicht. Mhm. Dann würde ich gerne meinen Steinbefreier Sucher normal beschwören. Mhm. So, die Steinbefreier haben alle den gleichen Effekt. Und zwar kann ich die obersten 5 Karten meines Decks ausgraben. Und falls ich das tue, kann ich einen Fels-Nicht-Empfängermonster der Stufe 4 oder niedriger meiner Hand hinzufügen. Den könnte ich noch spezial beschwören, wenn ich ein anderes Steinbefreier-Monster kontrolliere, aber das tue ich gerade nicht. Mhm. Und dann würde ich gerne graben. Und jetzt auch den coolen Effekt nicht. Ja, stimmt. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann nehme ich mir meine Barrierenstatue der Dürre auf die Hand. Boah, toll. Mal Erde beschwören, ich habe keine Erdemonster. Ich gehe einfach mal in die Bad Place. Mhm. Und dann würde ich dich gerne mit 1200 anleiten. Hey, listen! Das ist keine Frage, Leute. Main Phase 2, End Phase und dann gehe ich auch nicht ab. Dann würde ich gerne in deiner End Phase einfach sicherheitshalber schon mal den Makrokosmos aktivieren. Mhm. Gut, dann zieh mal. Ja. Das habe ich auch nie behauptet. Ich bin ja auch nicht nett. Snapper Face? Ja. May Face. Ich mache einfach nochmal Truff der Gegensätzlichkeit. Mhm. Warum auch nicht? Ich nehme Yosenju Itzna. Mhm. Ich kann noch Truff der Gegensätzlichkeit wählen. Nun, jetzt darf ich diese Runde wieder nicht spezial beschwören. Sammelt zählt er dann die Karten zusammen, ich sehe das schon. Ja, klar. Klar. Leider habe ich nicht ganz so viel Schutz vor deinen Viechern. Ich normal beschwöre Yosenju Karma 1. Ja. Man benutze seinen Effekt. Mhm. Gerne ein weiteres Yosenju muss auch normal beschwören. Und zwar Karma 3. Nutze auch seinen Effekt, du würdest gerne einen. Hast du nicht einen speziell beschwören? Achso, nee, normal beschwören. Ja. Und dann normal beschwöre ich Yosenju Itzna. Mhm. So, dann kann ich noch den zweiten Effekt von Itzna benutzen. Also der erste Effekt ist, ich kann sie abwerfen, dann kannst du auf die Beschwörung von Yosenju-Monstern nicht mehr reagieren. Mhm. Und der zweite Effekt ist, wenn ich ein anderes Yosenju-Monster kontrolliere, darf ich eine Karte ziehen. Okay. Eieieiei. Gut. Dann benutze ich mal den Effekt von Karma 1 und würde dir gerne den Gamma zurück auf die Hand geben. Mhm.
Ja. Da komme ich nicht drüber über das Ding. Dann gehe ich in die Battleface. Bevor du das tust, würde ich gerne den Effekt von meinem Better aktivieren wollen. Mhm. Ja. Den wird dann verbannt. Und da war es zu gut anbieten, ne? Genau. Magnetkrieger. Jo. Und dann beschwöre ich meinen Alpha-Magnetkrieger. Toll, da komme ich doch auch nicht drüber. Warum kannst du mit Better nicht nur Better beschwören? Ich glaube, Better will drüber kommen. Ja gut, dann ich wollte in die Battleface, ne? Ja. Dann gehe ich auch in die Battleface. Mhm. Und würde mit Karma 1 gerne deine Suche angreifen für 500 Punkte Schaden. Mhm. Den ich ja noch 100 durchdenken. Achso, ja, stimmt. Mhm. Jetzt mache ich doch endlich mal Schaden. Und dann aktiviert sich der Effekt von meinem Karma 3. Weil ich ein anderes Yosinjo-Monster dir Schaden zugefügt hat, darf ich mir ein Yosinjo-Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Was ist das? Oh, das war ein Schnelleffekt von dir, ne? Während des Damage-Steps kann ich das machen. Ja, ja, tick-tack, tick-tack. Ja, Leute, habt viel Spaß mit den tollen, lustigen Sachen. Und ich glaube, zu Presse war es eben, der es gefragt hat. Ja, manchmal gehen die echt auf den Sack, die Dinger. Nehme den Tsujik. Mhm. Den kann ich nämlich während des Damage-Steps eines beliebigen Spielers einfach abwerfen, wenn Yosinjo-Monster, was ich kontrolliere, gegen ein Monster von dir kämpft und dann kriegt mein Monster einfach 1000 ATK. Okay. Und wenn er auf dem Feld liegt, kann ich einfach ein anderes Yosinjo oder einfach irgendein Yosinjo-Monster wählen auf dem Feld und das kriegt 1000 ATK. Mhm. Dann würde ich mit dem Karma 3 den Alpha angreifen wollen. Ja. Und im Damage-Step werfe ich den Tsujik ab. Okay. Verbannt. Und dann greife ich nochmal mit Itzna an für 800. Mhm. So, dann eine Main Phase 2. Setze ich nochmal eine Karte. Mhm. Und dann King End Phase und die kommen wieder auf die Hand zurück. Okay. Dann ziehe ich mal. Da ist der Pinguin gebaut. Der Pinguin ist cool. Pinguine sind cool. Die drehen sich ja alle mal in der Stadt. Nur spezial beschworene Monster. Ja. Nicht die normal beschworenen. Die Effekte werden dann trotzdem. Mhm. Aber du hinderst mich ja daran, dass ich dich mit denen angreife. Ja, Link-Monster nicht. Ja, die gehen ja nicht hinter. Mhm. Dann. Normal beschwöre ich meinen Doki Doki. Oh ja. Ich würde gerne seinen Effekt aktivieren wollen. Ich kann jetzt ein Felsmonster abwerfen und ein anderes Felsmonster mit derselben Grundeigenschaft und Stufe wie das Monster als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören in die offene Angriffs- oder verdeckte Verteidigungsposition. Ja, okay. Dann würde ich gerne meinen Gamma abwerfen. Mhm. Und mir. Nur abwerfen, ne? Ja. Das ist alt genug dafür, ja. Um meinen steinbefreier Prüfer spezial zu beschwören. In Angriffsposition wird dann. Lang wird dann gedreht, genau. Ja. Mhm. So. Ja, den könnte ich spezial beschwören, wenn du Monster kontrollierst und ich nicht. Beziehungsweise falls nur das dein Gegner. Ja. Wird halt schwierig mit, gegen dieses Deck. Ja, genau. Dann kann ich wieder die obersten 5 Karten ausgraben und ein Monster Stufe 4 oder eine legale Spezialbeschwörung beschwören und die restlichen Karten unter mein Deck legen. Das würde ich gerne tun. Okay. 2, 3, 4 und 5. Oh, Valkyrion. Dann würde ich gerne meinen Gamma wählen. Ja, meinen Gamma. Okay. Kommt hier in das Deck und dann würde ich gerne den Effekt von Gamma aktivieren wollen. Mhm. Ach ja. Das Spitz habe ich schon. Das stimmt.
Effekt vom Prüfer auch nicht durchgegangen. Ne? Der weiß ja auch, wie ich da. Genau, den hast du auch Spitzhaft. Ne, stimmt, dann hättest du den auch nicht machen dürfen. Stimmt. Das können wir auch nicht rückgängig machen, weil jetzt sind zu viele Karten. Ja, dann lassen wir es jetzt einfach so liegen. Ja, okay. Ist nicht aufgefallen, hat keiner gesehen. So, okay. Ja, das ist, genau, den hast du ja auch spezial beschworen. Da waren wir gerade etwas abgelenkt, würde ich sagen. Mann, das ist doch blöd. Ja. Ich dachte so oft, fünfköpfiger Linkdrache. Da mache ich eine Link 3. Wir streamen noch, bis wir fertig sind. Auf meinen Albtraumritter Einhorn. Möchtest du da was dagegen tun? Nein. Okay, dann würde ich in die Battleface gehen und einmal mit 2200 angreifen. Das ist okay. Und dann bist du. Nett von dir. Ja, ganz schön stark, Digga, die kann ich wohl machen. Ich habe schon wieder Dorf der Gegensätzlichkeit gezogen. Jetzt kann ich halt keinen Platz mehr, das kann ich nicht aktivieren. Oh, hier ist so ein Friedhof. Suche Gamma und Delta. Ja, gut. Ich mach's einfach wie gerade nochmal. Ich normal beschwöre Kammer 1. Mhm. Und dann kann er gerne seinen Effekt benutzen. Ja. Normal beschwöre Kammer 3. Mhm. Und mit Kammer 3 normal beschwöre ich Itzna. Okay. Und ich kann den Effekt von Itzna benutzen, um eine Karte zu ziehen. Ja. Dann benutze ich den Effekt von Kammer 1 und würde gerne das Einhorn zurück auf die Hand geben. Mhm. Dann gehe ich in die Battleface. Mhm. Greif mit 1-7 direkt an. Ja. Juhu. Und dann mit 1-6. Ja. Und dann nochmal mit 800. Ja. 900. So, Knopf funktioniert. So. Und meine Main Phase 2. Ich habe den Effekt von Kammer 3 vergessen, verdammt. Ich habe zu viele Karten auf der Hand. Das wäre jetzt ein bisschen sehr gemein. Sehr cool. Ja, die sehen echt cool aus. Mhm. Und dann beende ich meinen Spielzug. Okay, komm mal wieder auf die Hand. Und ich muss dann noch eine Karte abwerfen, bei 7 Karten auf der Hand ab. Mhm. Ich werfe den Drachen weg und lege ihn weg. Magnetkrieger. Mhm. Ich möchte seinen Effekt nicht aktivieren, also ich könnte mir jetzt einen Magnetkrieger auf den Friedhof legen, aber das, also da der verbannt wird, ja, nichts bringen. Dann würde ich gerne in die Battle, obwohl. Ja, dann würde ich gerne in die Battleface gehen und einmal mit 1600 direkt angreifen. Kann ich nichts gegen tun. Dann setze ich noch eine Karte und aktiviere meine. Bin ich eingeschränkt oder was? Hätte ich es mal vorher machen sollen. Egal. Ich aktiviere magnetische Induktion. Falls ich ein Magnetkriegermonster kontrolliere, dessen Grundstufe 4 oder niedriger ist, darf ich ein anderes Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger mit unterschiedlichen Namen als die Karte, die ich kontrolliere, als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören. Zusätzlich können für den Rest des Spielzuges, nachdem die Karte aktiviert wurde, meine Magnetkrieger nicht durch Kampf- oder Karteneffekte von dir zerstört werden. Oh, cool. Mhm. Dann wähle ich meinen Better. So, den lege ich in Angriff, weil ich da jetzt nicht wieder nicht drüber komme. Naja, so klar.
Nee, der bleibt im Angriff. Der ist. Ach, weil er ein normales Monster ist. Genau, weil er kein Effektmonster ist. Verdammt, dann hätte ich das vorher der Bitfest noch mal. Verdammt. Das könnte mich einiges kosten. Ja, okay. Genau, die Zauberkarte ist verbannt, ja. Dann gebe ich auch nicht ab. Dann in deiner Endphase. Den schweren Staubsturm. Damit kann ich bis zu zwei Zauberfallenkarten auf dem Spielfeld wählen und zerstören. Ich wähle nur eine. Ja. Und dann darf ich in dieser Runde keine Battleface mehr machen, aber ja, gut. In diesem Zug. Aber dann ziehe ich mal. Ja, jetzt hast du wieder Platz, verdammt. Genau. Dann mache ich es jetzt einfach. Genau, der schwere Staubsturm wird auch verbannt. Ich mache es jetzt einfach. Bei Geki. Die werden auch verbannt. Ach ja. Dann normale Schurig, Karma 1. Mhm. Mit seinem Effekt. Ja. Karma 2. Ja. Mit seinem Effekt. Karma 3. Nee, jetzt noch eine Karte ziehen hole ich jetzt nicht. Das ich gehe einfach in die Battle Phase. Ja, kannst du mir. Ja. Damit 1-7 direkt an. Mhm. Aber noch dieses Ding hier. Und dann mal mit 1-9. Ja. Ja, Regeki bringt gegen dein Deck nicht viel, ne? Nee, das stimmt. Okay, jetzt runter geht an dich. Hättest du da irgendwas gehabt oder hätte ich es anders gespielt? Hättest du es jetzt richtig rumgemacht, hätte ich nichts gehabt. Verdammt. Hätte ich nichts gehabt. Ich habe nur vom Grab gerufen da liegen gehabt, das hätte mir in dem Fall nichts geholfen. Ja, okay. Ja, auch die Falle wurde verbannt, habe ich doch gesehen. Und drei Tropf der Gegensätzlichkeit, Alter. Alle Topdeck gezogen, das hat er noch nicht gehabt. Mhm. Was ist gegen dein Deck so gut? Also an sich würde ich sagen. Ja. An sich würde ich ja sagen, du willst gerne Second gehen, aber du hast auch gemeine Karten. Ja, das Deck kann beides. Mhm. Ich möchte gerne das. Abheben. Ja. Ich möchte gerne das. Ich möchte gerne, dass du Zweiter gehst. Ja, ich möchte gerne anfangen. Alles klar. Topfdeck. Genau, das war ein Topfdeck. Topf der Gegensätzlichkeit. Was hast du mir da denn abgehoben? Was hast du denn hier gemacht? Alles eine Farbe hier. Ja, bei mir auch. Hoffentlich nicht dieselbe wie bei mir, weil sonst wird er langweilig werden, das Spiel. Eieieiei. Da mache ich simpel. Ich normal beschwöre meinen Gamma-Elektromagnetkrieger. Mhm. Möchte gerne seinen Effekt aktivieren und einen weiteren Elektromagnetkrieger von meiner Hand spezial beschwören. Ja. In dem Fall Beta. Dann aktiviert sich der Effekt von Beta und ich möchte mir einen anderen Magnetkrieger aus meinem Deck suchen. Mhm. In dem Fall meinen Alpha. Ja, das sieht gut aus, genau, Scapo. Das könnte amüsant werden. Schauen wir mal. So, und dann würde ich in eine Xyz gehen. Oh, Dreier Xyz. Bin mal gespannt. Auf meinen gorgonischen Wächter. Da muss man bitte mal ganz genau erklären, was das Ding kann. Ich kenne das Ding nicht. Also einmal pro Spielzug. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers darf ich ein Material von dieser Karte abhängen und ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Seine ATK werden zu 0. Und falls sie das werden, werden seine Effekte annulliert. Oh. Außerdem kann ich... Der Effekt dauert bis zum Ende des Spielzuges an und einmal pro Spielzug kann ich ein Monster mit 0 ATK auf dem Spielfeld wählen und es zerstören. Das kann ich nur in meinem Spielzug. Genau, der zweite Effekt ist dann kein Schnelleffekt. Genau. Okay. Und du brauchst nur ein Abhängen, um die ATK auf 0 zu machen, ne? Um die Effekte zu annullieren, ja. Okay. Mhm. Und dann gebe ich an dich ab. 1-6, oh Gott. Der checkt nichts mehr. Mhm. Im Kopf außen dran. Was soll ich denn da drüber kommen über das Ding? Vor allem, der annulliert auch noch die Effekte von den Karmas. Die kommen nämlich dann nicht auf die Hand zurück. Und der Effekt in der Endphase kommt, das ist doof. Ja, gut dann. Setz dich erstmal 3. Und dann darfst du. Dann
würde ich gerne meinen Alpha-Magnetkrieger normal beschwören. Mhm. Und wenn er normal oder spezial beschworen wird, darf ich mir einen Magnetkrieger-Monster Stufe 8 von meinem Deck auf die Hand nehmen. Da würde ich gerne drauf reagieren. Ja. Einmal aussetzen. Das heißt, der Effekt geht nicht durch. Doch, doch, der ist ja normal beschworen. Okay. Mhm. Ja. Dann suchen wir uns das Bossmonster Berserkion. Ja, Valkyrien ist aber cooler. Ja. Das sieht zumindest cooler aus. Mhm. Stimmt schon. Auch wenn er nichts kann. Aber der hat einen sehr coolen Effekt. Den erkläre ich jetzt schon mal eben kurz. Also er kann nicht normal oder er kann nicht normal beschworen oder gesetzt werden. Muss erst als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschworen werden, indem ich Alpha, Beta und Gamma von meiner Hand, meinem Friedhof oder von meiner Monsterzone verbanne. Ich kann dann Magnetkrieger-Monster Stufe 4 oder niedriger von meinem Friedhof verbannen und dann Karten auf dem Spielfeld zerstören. Mhm. Das ist auch nicht um uns betören, also kann ich beliebig oft machen. Und falls er durch Kampf zerstört wird oder durch einen Karteneffekt das Spielfeld durch einen Karteneffekt zerstört wird, kann ich jeweils eins der verbannten Monster zurückholen. Mhm. Du brauchst einfach nur Alpha, Beta, Gamma dafür? Ja, ist von meiner Hand, Friedhof oder... Es ist egal, ob Elektromagnetkrieger oder normaler Magnetkrieger? Ach so, nee, die Elektromagnetkrieger. Okay, Aber der Effekt zum Zerstören, das ist egal, das steht ja, immer. Ja, das ist nur Magnetkrieger, ja. Ja, so Kriegsheld, ich weiß, ich bin sehr blass hier, das liegt an der Kamera, glaube ich, und an dem Licht vielleicht. Die Technik spielt nicht immer so ganz mit. Das ist mir am Anfang schon gesagt, das sieht hier ein bisschen komisch aus heute. Ah, die Spezialbeschwörung, die Verteidigung und verlieren ihre Effekte. Das ist. Ich habe sowas Schönes auf der Hand, aber. Deswegen finde ich dieses Deck so witzig. Kann dem Gegner ansehen, wie er verzweifelt. Ja, dann gehe ich in die Battle Phase und würde einmal gerne mit 1700 angreifen. Boah, nee, dann möchte ich dann einmal Maßregelung noch aktivieren. Mhm. Damit kann ich eine ein offenes Monster, also du kontrollierst, wählen, die Kontrolle übernehmen. Und solange ich das Monster kontrolliere, kann es nicht angreifen, seine Effekte können nicht aktiviert werden. Und wenn das Monster das Spielfeld verlässt, wird die Karte zerstört. Ich würde dann gerne deinen gorgonischen Wächter wählen. Mhm. Den klaue ich mir dann einfach mal. So, mal dahin. Dann darfst du jetzt einen Replay machen, wenn du möchtest. Ja, dann würde ich gerne mit 1700 den gorgonischen Wächter einmal angreifen. Gut, dann bin ich das Ding nämlich jetzt mal los. Mhm. Und ich kriege 100 Punkte Schaden. Haben wir so ein leises Ding, dass das nur so wenig Punkte sind? Oder nur der Ding? In meiner Phase. Der kann auch den Stufe 4er rufen, ne? Genau. Das ist ja doof. Ja, dann würde ich erstmal meinen Spielzug beenden. Ne? Das finde ich gut. Ich kann so schöne Sachen machen. Ich auch. Ich normal beschwöre Karma 2. Ja. Dann benutzt ihr seinen Effekt, um Karma 3 normal zu beschwören. Mhm. So, dann würde ich gerne in die Battleface gehen. Was? Achso, der Karma 2 hat als zusätzlichen Effekt noch, er kann dich einfach direkt angreifen, dann macht er aber nur halben Kampfschaden. Okay. Dann, bevor du in die Battleface gehst, würde ich gerne den Effekt von Magnet Alpha aktivieren wollen. Mhm. Als Tribut. Und hole mir meinen Gamma. Toll, da komme ich ja trotzdem nicht drüber. Aber gut, dann gehe ich trotzdem in die Battlefields. Ja. Und dann werde ich mit Karma 2 dich direkt angreifen für 900 Punkte Schaden. Das ist in Ordnung. Weil dann aktiviert sich der Effekt von Karma 3. Weil nun ein Yusenju-Monster dir Kampfschaden zugefügt hat, darf ich mir ein weiteres Yusenju-Monster vom Deck auf die Hand suchen. Mhm. Ah, da liegt er ganz unten. Karma 1. Der gute Dude. So, jetzt kommst du auf die Hand. Dann setze ich noch mal eine Karte und ich glaube, ja, ich werde mal versuchen. Okay. Dann, normal beschwöre ich meinen Steinbefreier Prüfer. Mhm. So. Dann, weil ich ein anderes Steinbefreier Monster kontrolliere, darf ich meinen Sucher spezial beschwören. Ja. Aktiviere ich den Effekt von meinem Prüfer. Grabe die obersten 5 Karten aus. Da bleibt nur eine Wahl, mein Gamma. Die restlichen Karten gehen unter das Deck. Kann der Rest nicht einfach auf den Friedhof gehen? So.
Effekt von Lamorit. Lamorit. Ja. Die Karte ist zu stark. Die ist einfach ein bisschen zu stark. Die ist gar nicht so stark. Wenn sie nur in Verteidigung drehen würde, ja. Du brauchst, ja, dann würde ich ja nicht spielen. Ja. Du brauchst nur ein MST. Nur Zauberkarten, dann ist sie ganz schnell weg. Ja, dann drehe ich meinen Gamma in die Angriffsposition. Mhm. Ich würde gerne in die Battleface gehen. Ist okay. Und dann würde ich dich einmal gerne mit meinem Gamma mit 1500 angreifen. Ja, da muss ich doch was gegen machen. Dann kriegt 3000 Punkte Schaden. Das ist doch doof. Ja, ich aktiviere noch eine Maßregelung. Okay. Und würde gerne deinen. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn weg? Ich nehme deinen Prüfer. Okay. Jetzt auch so ein Replay machen. Da ist jetzt. Den, ja, ja. Okay, dann greife ich mit meinem Gamma meinen Prüfer an. Dann sind die beide tot. Ja. Dann würde ich gerne in die Main Phase 2 gehen. Verlieren denn Linkmonster trotzdem ihre Effekte? Mhm. Okay. Nein, ich muss das so erklären. Ja, die werden nur nicht in der verdreht. Mhm. Das sind halt zwei unterschiedliche Effekte. Ja, dann gebe ich ab. Ich habe schon gesagt, das kommt, jetzt gebe ich auf. Ich sehe gerade, das Ding hat 2000 Def. Gott. So hohen Def. Stamperface? Ja. Dann Manface. Mhm. Feuerformation Tanky. Ja. Unser Krieger suchen. Und die kriegen wieder alle 100 Angriffspunkte. Mhm. Ich hole mir einfach noch einen Karma 1. Ja. Abheben. So. Dann normal beschwöre ich meinen Yosenju Karma 1. Mhm. Und gerne seinen Effekt benutzen. Ja. Normal beschwöre Yosenju Karma 2. Und auch seinen Effekt benutzen wollen. Ja. Für Karma 3. Mhm. Und auch seinen Effekt benutze ich nochmal. Für Karma 1. Alle normal beschworen. Ja. Dann aktiviere ich den Effekt von diesem Karma 1 und darf dann eine offene Karte wählen und die zurück auf die Hand geben. Mhm. Das Coole ist, der kann das auch und der benutzt seinen Effekt nämlich auch. Okay. So, dann gehe ich glaube ich mal in die Battle Phase. Ja. Kannst du erstmal mit 1-6 an. Mhm. Und dann mit 1-7. Mhm. Ja, ich hab's vergessen. Die liegen. Dann hat hier den Effekt von Karma 3, weil ich mit Karma 1 und mit einem anderen Yosenju-Monster Schaden gemacht habe. Darf ich mir ein Yosenju-Monster vom Deck auf die Hand nehmen? Ja. Und ich hole mir Yosenju Itzna. Mhm. Dann würde ich gerne mit dem zweiten Karma 1 angreifen. Ja. Für 1-7. Hat das geklappt? Das sah gut aus. Und dann noch mit 1-9 mit Karma 2. Mhm. So noch 200 Lebenspunkte. Dann gehe ich in die Main Phase 2 und dann schaue ich mal, ob ich dich noch irgendwie ganz viel ärgern kann. Gar Cowboy. Bringt mir ja nichts. Deswegen, weil jetzt stört mir die gerade, es kann leider kein Cowboy machen. Spielst du den? Ja, natürlich. Stufe 4 Monster, da muss aber ein Cowboy bei sein. Ich setze noch eine Karte und dann gehe ich in die Endphase und die kommen alle zurück auf die Hand. Ja. Ja, ich meine, Nitram Kaur geht ja leider nicht. Der kann halt keinen Effekt benutzen. Ich normal beschwöre meinen Gamma-Elektromagnetkrieger und würde gerne seinen Effekt aktivieren wollen. Mhm. Um mir meinen Beta zu rufen. Der Effekt wird annulliert. Jetzt nicht alle drei, jetzt könntest du auch den ja. Dings holen. Ich würde gerne meine Polymerisation aktivieren wollen. Oh Gott. Indem ich meinen Valkyrion und meinen Berserkion fusioniere. Oh Gott. Ja, okay.
Auf meinen Imperium Magnum, der superleitende Kampfroboter. Oh Gott. Was kann denn der kleine Mann so? Also der könnte eigentlich einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers könnte er eine Zauber- oder Fallenkarte oder einen Monstereffekt annullieren, ohne irgendwie eine Karte abzuwerfen oder sonstiges. Ja, genau, einfach so. Und die Karte zerstören. Und falls diese Karte, die mir gehört, das Spielfeld durch einen Karteneffekt verlässt, kann ich sowohl einen Valkyrien als auch einen Berserkion als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinem Deck beschwören. Oh. Mhm. Dann mache ich eine Link 2. Auf meinen auf meinen Albtraumritter Phönix. Und dann würde ich gerne in die Battlefield gehen. Das finde ich gar nicht so toll. Ah gut, ein paar Punkte habe ich noch, ich kann es noch nicht verhindern. Ist okay, ist okay. Und dann würde ich dich gerne mit 1900 einmal direkt anmelden. Ja. Und dann gebe ich an dich ab. Oh Gott. Oh, das wär jetzt so gemein. Oh Gott, oh Gott. Genau, Standby Phase, Main Phase. Mhm. Wenn ich die Dinge jetzt zurück auf die Hand gebe. Dann kann ich den Effekt auf die Hand. Genau, also wenn ich den zurück ins Extra Deck mische. Ich glaube, dann darfst du den Effekt einfach aktivieren. Ja, es steht ja, wenn er. Das Spielfeld durch einen Karteneffekt meines Gegners verlässt. Genau, wenn er aber zurück ins Main-Deck gemischt wird, dann würden sie solche Effekte nicht aktivieren. Aber ich glaube im Extra-Deck wohl, und das ist das Problem. Ich mache es jetzt einfach ganz, ganz simpel und ziemlich langweilig. Also Funken wäre jetzt cool. Nee, ich normal beschwöre einfach mein Yosenju Karma 2 ohne Effekt. Ja, du kannst ja einen, genau, dann gehe ich in die Battle Phase und greife dich für 950 direkt an. Ja. Und dann. Okay. Ja, 9500 geht auch. So, genau, Funken wäre auch cool gewesen. Ich habe noch Maßregeln gezogen, dann hätte ich ja das Ding auch noch klauen können. Ja, das wäre auch mies gewesen. Mhm. Zweite Runde an dich. Erst auch schon. Yeah, mehr Applaus, mehr Applaus. Spendet euch eure ganzen Punkte für diese Applaus. Irgendwann kommt dafür die Punkte auch noch irgendwas, was man tatsächlich gebrauchen kann. Aber da setzen wir uns jetzt demnächst erst nochmal zusammen. Wir haben dann demnächst nochmal so ein wichtiges Geschäftsessen hier vom YouTube-Team. Da sind dann alle Leute dabei, auch die Technik-Leute. Dann schauen wir mal, was wir dann hier so weitermachen. So ein Gedankenaustausch. Mir fehlt da noch so eine Tafel, wo Micha dann so ein Brainstorming-Tafel macht. Niklas war ein Praktikant, der ist jetzt so Vollzeit-Urland hier. Genau. Genau, Kari hat zu wenig Punkte. Ich würde gerne beginnen. Okay. Kari, du hast doch nur irgendwie 170.000 mittlerweile, oder? Du hast so viele wie alle anderen zusammen. Das sieht ja fast so aus wie gerade. Gut. Ja, steht 2-0. Wir spielen aber hier immer 3 Duelle pro Match. Sei denn, der Chef sagt nachher wieder, wir haben zu wenig Zeit. Was passieren könnte. Wobei im nächsten Matchup weiß ich nicht, ob das passiert. Wenn wir nicht wieder eine Stunde Pause machen. Wir haben Nitram doch sogar mehr als ich. Genau, wir spielen ja nicht Best of 3, sondern. Zeit haben wir, ich habe ein Donnerdrachen-Deck. Das habe ich auch gegen Christian letztes oder vorletztes Mal gespielt, als ich im Stream war. Donnerdrachen mit Mutants zusammen. Das ist cool. Ja, dann normal beschwöre ich meinen Better Elektromagnetkrieger und möchte mir gerne einen anderen Magnetkrieger suchen. Mhm. Alpha. So. Na ja, ich habe einmal habe ich was
habe ich auch mal was gesetzt, wo ich dann halt das mal nicht selber gemacht habe, die Prediction, weil dann darf ich die ja nicht selber werten. Dann aktiviere ich meine magnetische Induktion. Ja, ist ja gut, immer diese blöden Lebenspunkte, ne? Ich vergesse es auch immer. Ja, die magnetische Induktion. Ich kann jetzt wieder ein Magnetkriegermonster von meinem Deck spezial beschwören mit unterschiedlichen Namen, der Stufe 4 oder niedriger. Und für den Rest des Spielzuges können meine Magnetkrieger weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Ja, okay. Und dann beschwöre ich mir... Ja. Also Koloss kommt mit Sicherheit nicht wieder. Weil wir kriegen immer mehr Karten und kommen immer mehr Karten raus und irgendwann kann man den halt in jedem Deck rausbammen und dann... Nee, der braucht. Der Koloss, der ist zu gut. Der ist zu böse. Das stimmt allerdings. Das wollen wir nicht. So, und dann aktiviert sich der Effekt von meinem Gamma. Und ich darf diesmal aber wirklich. Ja, ja. Und ich darf mir einen weiteren Magnetkrieger von meiner Hand spezial beschwören. Mhm. In dem Fall mein Alpha. Und jetzt kommen alle drei weg und ich hole Berserkion. Und durch seinen Effekt darf ich mir erstmal einen Magnetkrieger der Stufe 8 suchen. Und das wird tatsächlich Berserkion. Und dann mache ich eine Überlagerung auf 3. Auf meinen Gorgonischen Wächter. Die Schlange. Und dann gebe ich erstmal nicht ab. Gut, dann ziehe ich doch mal. Es geht in die richtige Richtung. Standby Face, Main Face. Ja. Topf der Gegensätzlichkeit. Ich entdecke mal wieder 3 auf. Toll, was soll ich denn damit machen? Oh, ich nehme Kammer 3. Ja, und dein Stick gemischt. Der kann annullieren, das ist total doof. Ich setze einfach 3 und lass dich dran. Dann ziehe ich. Dann würde ich gerne Doki Doki nochmal beschwören. Und einmal seinen Effekt aktivieren wollen. Ja, ist okay. Ich werfe jetzt ein Felsmonster ab, in dem von meinen Delta, und beschwöre ein Felsmonster mit der gleichen Stufe wie das abgeworfene Monster als Spezialbeschwörung in die offene Angriffs- oder verdeckte Verteidigungsposition. Und dann nehme ich meinen steinbefreier Prüfer. Dann würde ich gerne den Effekt von meinem Prüfer aktivieren wollen. Ich grabe die obersten 5 aus. 3, 4, 5. Und darf ein Nicht-Empfängermonster spezial beschwören. Schade, dass du da den Valkyrie gar nicht beschwören darfst. Das wäre ein bisschen sehr stark. Oh, cool. Dann speziell beschwöre ich meinen Beta. Der Rest geht unter mein Deck und dann darf ich durch Beta mir einen Magnetkrieger suchen. Und dann nehme ich meinen Gamma. War schwerer Sturm auch eigene Karten zerstört, deshalb ist der verboten. Kann man zu viele böse Sachen damit machen. Und dann würde ich gerne auf eine Synchro-Beschwörung gehen. Ja, Synchro, du mal weg. Auf meinen Steinbefreier entstiegener Greifonit. Oh. So,
Der hat auch als Effekt, dass ich die obersten 5 Karten meines Decks ausgraben darf und dann ein ausgegrabenes Felsmonster als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition beschwören darf. Egal ob Empfänger und egal welche Stufe. Mhm. Zusätzlich gehen die restlichen unter mein Deck und der zweite Effekt ist nicht von Relevanz in meinem Deck. 1, 2, 3, 4 und 5. Gott, die Barrierenstatue. Ich habe noch eine goldene Schrift auf jeden Fall gesehen. Ja, aber du spezialbeschwörst ja nicht. Deine ganzen Kammern, die kommen ja immer als genau, normal. Genau, die werden normal beschwören. Trotzdem ist das gemein. Ist ja fast so gemein wie ich. So, eben einen kleinen Blick in meine nächste Lektion. Ja, dann nehme ich einfach meine Statue. Schwupp. Toll. Und dann würde ich gerne in eine Link 4 gehen. Ich weiß, dass das auch ein Erdemonster ist. Laboja Schädelschrecken. Los, Erde. Wieso Erde? Wegen der Statue. Ach so, ja, ja. Hm. Und dann würde ich gerne den Effekt von Saruya aktivieren. Mhm. 4 Karten ziehen. 3 wieder unter das Deck legen. 3 wieder unter das Deck legen. 1. Was mache ich denn da jetzt überhaupt? 2. Gerne mein Magnetfeld aktivieren. Falls ich ein Erdemonster von Typ Fels der Stufe 4 oder niedriger kontrolliere, kann ich ein Magnetkriegermonster Stufe 4 oder niedriger meinem Friedhof wählen und das als Spezialbeschwörung beschwören. Den Effekt kann ich nur einmal pro Spielzug verwenden und einmal pro Spielzug am Ende des Damage Steps. Wenn ein Erdemonster von Typ Fels, das ich kontrolliere, gegen ein Monster von dir kämpft, aber das Monster meines Gegners nicht durch Kampf zerstört wurde, kann ich das Monster meines Gegners auf die Hand zurückgeben. Ist ja bei mir auch nichts Besonderes. Ich meine, ich greife an, zerstöre beim Monster, dann kommt mein Zug auf die Hand. Ja. Ja. Würde ich gerne den ersten Effekt aktivieren wollen. Ich. Du musst doch dafür ein Felsmonster Stufe 4. Oder niedrig. Ja, beschwören. Den tust du ja nicht. Achso, ja, das ist ja Rang 3. Ja, stimmt. Genau, das ist ja Rang, nicht Stufe. Dann mache ich es andersrum. Dann aktiviere ich den Effekt von Saruya Schädelschrecken. Und spezialbeschwöre meinen Gamma. So, und jetzt kann ich den Effekt von meinem Magnetfeld aktivieren. Mhm. Und spezial beschwöre meinen Beta. Aktiviert sich der Effekt vom Beta und ich möchte mir gerne was suchen, wenn ich darf. Das alles, weil ich keinen einmal aussetzen habe, oh Gott. Mhm. Aber es ist echt gut für so ein Magnetkrieger-Deck. Denkt man jetzt nicht, dass die Gold weiß, was sowas anstellen können da. Ja, die können echt schon für Furore sorgen. So, mhm. Alpha. Dann würde ich gerne meine magnetische Induktion aktivieren und mir wieder einen anderen Magnetkrieger spezial beschwören. Außerdem können sie dann für den Rest des Spielzuges nicht durch Karteneffekte oder Kampf zerstört werden. Magnetkriegermonster. Dann. Also keine Spiegelkraft. Das ist nur doof. Dann nehme ich meinen Alpha. Ja, die kriegen alle ATK und Dev drauf, aber die bleiben nicht. Also, ich gucke erstmal, ob die liegen werden, bevor ich die Würfel da drauf packe. Ja, ja, ist klar. So. Dann würde ich als nächstes gerne mein Steinbefreier Zeichen aktivieren wollen. Ich kann jetzt ein Felsmonster in meinem Friedhof wählen und das als Spezialbeschwörung beschwören. Wenn es ein Steinbefreier Monster ist, darf ich ein Felsmonster der Stufe 4 oder niedriger von meinem Deck nehmen und auf mein Deck legen. Und ich nehme meinen Prüfer. Jo. Dann lege ich mir jetzt ein Felsmonster auf meinen
Deck, in dem Fall Doki Doki. So. Oh Gott. Und dann würde ich gerne... eine Link 5 machen wollen. 2, 3, 4. Ist das der 5-köpfige Link-Drache? Ich weiß nicht, welche von beiden mir. Der ist eigentlich fies gegen deine Monster. Mhm. Aber da komm ich eh nicht drüber. Den kann ich dann zwar nicht wegbouncen, aber. So ein 5-köpfiger Link-Drache wäre jetzt böse. Ich weiß nicht, was brauchst du jetzt aus Link 5? Und du hast ihn ja die ganze Zeit beschworen. Oh, schön, den schön. Den 5-köpfigen Link-Drachen. Der ist unberührt von Karteneffekten, richtig? Ja, unaffected by other cards effect. Und ich muss einmal während meiner Endphase 5 Karten von meinem Friedhof verdeckt verbannen. Oder er geht in den Friedhof. Genau. Er kriegt aber keine 300 Angriffspunkte. So, weil er unberührt von Karteneffekten ist. Ah, ja, stimmt. Oder nur von gegnerischen. Nee, ich glaube generell von Karteneffekten. Genau, von allen Karteneffekten. Mhm. Dann reicht der Damage nämlich noch nicht, das ist gut, dann habe ich mir noch 200 Lebenspunkte gleich. Du hast ja doch eben was liegen. Das Problem ist, das bringt mir ja nichts gegen den hier. Also gar nichts. Ich würde gerne den Effekt von meinem Berserkion aktivieren wollen. Du wolltest ihn einfach beschwören. Ich möchte ihn beschwören, indem ich meinen Alge von der Hand, meinen Beta und meinen Gamma aus dem Friedhof entferne. Oh Gott. Für meinen Berserkion. Der kriegt aber die 300 dabei, ja. Mhm. Dann würde ich gerne seinen Effekt aktivieren wollen, indem ich Magnetkrieger der Stufe 4 oder niedriger von meinem Friedhof verbanne, eine Karte wählen, die du kontrollierst und sie zerstören. Und ich würde gerne einfach mal direkt... 3 nehmen und deine verdeckten Karten zerstören. Ich meine, ich hätte noch eine Karte mehr verdeckt setzen können, das hätte vielleicht ein bisschen geholfen, aber leider nicht genug. Wir haben tatsächlich hier 2 ertränkende Spiegelkräfte und eine Maßregelung. Mhm. Bringt also tatsächlich auch die Maßregelung nichts, weil dein Effekt dann einfach die Dinge halt trotzdem zerstören und dann einfach wieder kriegst. Ja. Und dann würde ich gerne in die Battleface gehen. Womit möchtest du denn zuerst angreifen? Ich möchte zuerst mit meinem Saruya für 2,8 angreifen. Ja, das nehme ich. Dann einmal mit 3300. Das ist schön so. Und dann mit dem 5-Köpfigen, weil du ihn ja auch schon letztes Duell beschworen hast. Ja, ich finde den einfach so cool. Ich finde den auch so cool. Der war auch im anderen Deck. Dann geht die Runde an dich. Ja. Das ist gut geworden. Hier, den Drachen wecken hätte ich noch legen können, wenn du die jetzt zerstörst und die auf den Friedhof gelegt oder verbannt wird. Darf ich halt irgendein Monster von meinem Extra-Deck oder Deck beschwören. Ich meine, ich habe da schöne Sachen drin. So wie ultimativer Falke, aber die würden alle über den 5-köpfigen Link rennen, die keine Chance. Mhm. Der letzte Krieger eines anderen Planeten. Die kommen halt da alle da, der rennt die einfach um. Hätte also nichts gebracht. Der hat schon ein bisschen Power, das stimmt. Der ist echt nicht schlecht. Und bei dem Deck hast du dann noch genug Material im Friedhof, wo du den beschwören kannst, wo der dann auch liegen bleiben würde. Das müssen auch nur irgendwelche Karten sein, ne? Genau, du kannst halt, wenn du 5 verschiedene Drachen benutzt, dann, also alles außer Finsternis, dann kannst du einfach, oder nee, alles außer Licht, glaube ich, dann kannst du einfach alle gegnerischen Karten zerstören. Ja, aber es müssen auch nicht mal Drachen sein, ne? Genau, für die normale Beschwörung muss es keine Drachen sein. Ich glaube, für den anderen Effekt wohl, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Ja, schön. Ich habe zwar im ersten Duell diesen dicken Fehler gemacht, aber dafür jetzt mit dem... Ja, mal den Ehrensieg geholt. Ja, ja. Der ist natürlich... Der Typ ist cool. So, und damit ist das zweite Match vorbei. Das geht dann 2-1 an mich. Jetzt steht es unentschieden. Mal gucken, wie es dann beim dritten Match gleich ausgeht. Und ich hoffe, ihr guckt euch dann auch dann morgen das nächste Video an. Und wir machen eine kurze Pause, quatschen mit dem Chat. Und dann geht es dann gleich direkt weiter. Alles klar. Ciao. Tschüss.